Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Payday 2 und ich bin hier gerade in einer schönen Gruppe und mache gerade Hotline Miami und wollte den zweiten Tag einfach mal mit euch teilen. Der erste hat ein bisschen zu lange gedauert, deswegen habe ich den rausgehauen und einfach hier ganz normal mitgespielt, ein bisschen Chili-Milli. Aber den zweiten Tag möchte ich gerne mit euch teilen und deswegen, ja, gehen wir hier mit der Izma 12G Schrotflinte los. Nettes Teil, ist schon, ja, ganz okay, also ich mag's. Aber das Problem mit dem Teil ist eigentlich eher die Dose. Also da habe ich wirklich Probleme mit, die verlässlich down zu bekommen. Da muss ich wirklich sehr, sehr nah ran. Und ich gehe nicht gern so nah an Dose ran. Und ich weiß nicht, ist ganz okay. Also ich finde für die Schrotflinte bisher die beste, die ich ausprobiert habe. Aber ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir Gewehre an sich, also Sturmgewehre und so besser. Vielleicht auch mal ein LMG, ich weiß das nicht, aber LMG sind aktuell halt, ja, so ziemlich das Stärkste eigentlich, was man nehmen kann. Zumindest wenn man so den Leuten trauen kann. Und ja, die beiden hier. Ja, die haben ein bisschen auf sich warten lassen. Jetzt sind sie allerdings da. Sehr schön. Und wir müssen halt diesen Kommissar finden. Haben eben im ersten Tag rausgefunden, wo der ist. Und jetzt müssen wir halt, ja, platt machen hier. Und der Kommissar ist so eine Art von, man könnte sagen, Bossfight. Das ist so ein sehr, ja, harter Gegner, den man halt killen muss. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut gemacht. Aber an sich ist das ein lustiger Heist. Muss hier halt durch. Und es gibt ja auch noch so ein paar Fallen. Also die haben ja teilweise Bomben angebracht. So, wir müssen erstmal den Weg finden. Und das ist ein bisschen anstrengend. Wobei, da hinzukommen dauert jetzt eigentlich nicht so lange. Anstrengend wird es eigentlich erst nachher. Das ist eigentlich nicht anstrengend hier. Aber was anstrengend wird, ist, sobald man etwas weiter ist. Dann kommen nämlich, ja, Polizei und KKG. Und das kennt ihr ja schon. Da geht es dann schön ab. Na, hier geht's jetzt eigentlich noch. Ja, wir machen ja schon. Wir müssen gerade so ein bisschen warten, bis der Bohrer hier fertig ist. In der Säge wird es natürlich schneller gehen. Aber der immer labert, ist, by the way, der Kommissar. Ist ja eine Hotline Miami Mission. Also es ist so ein... Ja, man könnte sagen... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Dieses Spiel Hotline Miami, das kennen manche von euch sicher, die haben eine... Ja, wie soll ich das nennen? So ein Werbedeal mit denen gemacht, hier von Payday 2.
Haben gesagt, okay, hier, ne? Nehmen das da mit rein. Das machen ja viele Spiele, zum Beispiel Final Fantasy 14 macht das, glaube ich, auch ständig. Monster hat das sehr viel gemacht. Allgemein so Square Enix macht das immer ganz gerne, so wie ich das gesehen habe. Also Cross-Promoting hier. Ja, da kurz sind wir hergekommen. Ups. Ja, der Nothing da hinten ist ein bisschen nicht hängen geblieben im negativen Sinne, sondern der ist da ein bisschen hängen geblieben in der Umgebung, sagen wir es mal so. Ich meine jetzt nicht, dass er hängen geblieben an sich ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber er ist zumindest so ein bisschen hier in der Umgebung hängen geblieben. So, wir sind oben, sehr schön. Oh fuck. Wow, den habe ich ja gar nicht kommen sehen hier. Alter, hat der eine gerade... Der hat gerade den Mafiosi da geheilt. What the hell? So, 3 Sniper weniger. Hier sind aber echt viele unterwegs gerade. Leider kann ich hier gerade keinen gefangen nehmen. Oh, shit. Hey, und noch Spezialeinheiten. Wir werden übrigens hier immer so Teile von der Karte in Brand gesteckt, da müssen wir aufpassen. Da-da-da. Läuft eigentlich sogar soweit ganz gut. Vielleicht mache ich irgendwann mit einer guten Gruppe, beziehungsweise mit einer schnellen Gruppe, das hat wie gesagt 30 Minuten oder so gedauert, der erste Tag. Kann ich das vielleicht mal mit euch machen, den ersten Tag, zeige ich euch den auch mal. Aber ich weiß noch nicht wann. Ich muss halt sagen, dass ich die Schrotflinte schon irgendwie cool finde, aber auf der anderen Seite... Ja, ich weiß nicht. Ist schon in Ordnung. Aber ich weiß nicht, irgendwie so SMGs und Akimbo, das sind so Sachen, die machen mir wirklich Spaß.
Aber der Ammo-Pickup bei den Dingern ist halt richtig, richtig Cancer. Und es ist wirklich mal hier ganz schön, so eine Waffe zu spielen, die das nicht hat. Oh, fuck. Genau, Sniper. Da wurde ich weggesnipert. Auf jeden Fall vorne wieder den Geisel verloren, ne? Ja, haben wir. Okay. So, den Glock haben wir auch. Da war ich gerade so ein bisschen unsicher, ob wir den noch kriegen, bevor er hier auf jemanden drauf springt. Aber doch, hat gut geklappt. Ne, wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wie das zukünftig ist, was ich da nehme. Oh oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch hier mit den Dowsern. Ich hasse das nämlich mit den Dowsern. Das ist auch mit der Shotgun so ein bisschen, kriege ich zumindest nicht so gut hin. Vielleicht kriegen das andere, vielleicht sogar von euch, besser hin mit der Schotti. Mit der Schrotzi, aber ich nicht. So. Und jetzt können wir den umdrehen. Sehr schön. Jetzt können wir den schön hier freilassen für unseren Kumpel, für Nofing. Ich hoffe, dass der hier oben nicht verkackt. Aber unten hat er leider nicht schnell genug die Richtung gefunden, anscheinend. Ich denke, da ist er irgendwie verloren gegangen oder so. Kenne ich auch, Brockland 1010, habe ich das gleiche Problem gehabt. Da habe ich auch den Weg einfach nicht gefunden. Ziemlich weird. Beziehungsweise ziemlich kacke. Also weird war der Weg und kacke war es, dass natürlich mein Team so im Stich gelassen habe dann. Natürlich nicht absichtlich, aber trotzdem. Hätte ja nicht sein müssen. So, noch 50 Sekunden, dann ist er offen hier und das ist nicht schön. Oh, Jesus. Jesus fucking Christ. Eine richtige Kombo-Nerfer hier. Sag mal, wer? Ey, der hat mich getasert, wo er runtergekommen ist, oder was? Der kam doch gerade erst runter. Habe ich irgendwie einen Knick in der Optik, oder? Oh, da kam wieder ein Sniper. Da ist ein Sniper wieder.
Oh, haben sie gekillt. Ups. Tut mir leid, dass ich euch das nicht gezeigt habe. Das ging aber schnell. Eigentlich lebt er ein bisschen länger. Eher wie so ein Bossfight war das immer. Aber haben sie vielleicht so ein bisschen entschärft? Keine Ahnung. War nicht ziemlich unrealistisch. Jetzt bin ich auch mal down hier. Wobei, ich war eben, glaube ich, bei dem anderen auch down, ne? Puh, ich weiß nicht. Entweder sind hier mehr Gegner oder einer schießt einfach überhaupt nicht. Das sehen wir gleich am Ende. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt von allen Seiten hier gedownt werden. Ich dachte, ich hätte die Dings mit die Judge. Kommen aber auch gerade von allen Seiten hier. Ja, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh! Wow! Boah, wie knapp war das denn bitte? Wow! Geh doch... Wer hat mein... Wow, das war ich selber, aber ich habe eben einen Hit noch abbekommen, da. Ne? Boah, ich dachte schon, da hat jemand mein Medikit geklaut, ne? Da wäre ich ja jetzt richtig sauer gewesen. Ich versuche gerade hier nur ein bisschen zu helfen, aber... Es ist wirklich schwierig, hier gerade klarzukommen. Gefühlt sind halt überall Polizisten, alles voll von denen. Boah, Cheese, ich bin mal gespannt, wer da am Ende dann die meisten Kills und so hat. Und vor allem, wie viel der eine hat. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, dass nicht alle hier gerade am Killen sind. Das ist nur so ein Gefühl, aber... Oder hier sind wirklich so viele Bullen. Schrottdowser. Wieder eine Errungenschaft, nice. Okay, ich versuche mal eben kurz hier mitzuhelfen. Und raus hier. Bloß raus hier. Echt. Wow. Und das nur auf Overkill. Okay, Statistiken. Höchste Präzision und 231 Kills. Wie ich habe hier gesamte Kills 200. Stück, also knapp hinter Sekaishi. Meistens außer Gefecht, ja, Blady Go-Fan. Ich kann die anderen halt nicht wirklich einsehen. Ja, also die stehen da nicht wirklich drin. Ja, Katze, ich bin gleich fertig. Kann's geschmust werden. Guck mal, meine Katze gewöhnt sich ja sogar an, dass sie passend zum Ende dann guckt, beziehungsweise hier mault, meine ich, guckt, dass er reinguckt hier bei mir und dann maunt. So, passend zum Ende, sehr schön.
Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und für mich ist die Shotgun, denke ich, nix. Die ist ganz cool, aber ja, ich weiß nicht, ich mag da doch lieber andere, schnellere Waffen. Aber bei den SMGs ist halt so der Ammo-Pickup nicht so dolle, finde ich. Und da muss ich mal ein bisschen gucken, ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich lasse euch natürlich dabei teilhaben und werde meine Gedanken weiterhin mit euch teilen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was und tschüss.